Hallo Papachen, und da sind wir wieder zurück bei Fallout New Vegas. Hier in der Mojave. Mal sehen, wer von den zwei gewinnt. Danke für Ihre Hilfe. Die irre Schlampe hat mich einfach angegriffen. Nein, gar keine. Wir sind zusammen unterwegs, seit ich sie vor ein paar Tagen aufgelesen habe. Und sie war die ganze Zeit freundlich. Wir haben sogar ein bisschen geflirtet, als sie plötzlich eine Waffe zog und mich anschrie, ich soll ihr meine Kronkorken geben. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, hat sie gelacht, als ich ihr das Geld gab. Ich glaube, sie hat es auf meine Glücksbringer-Halskette abgesehen. Ja, ab und an findet man einen Kronkorken mit einem blauen Stern drauf. Die sind ziemlich selten, also habe ich angefangen, sie zu sammeln. Als ich genug hatte, machte ich eine Halskette aus ihnen, weil ich dachte, dass sie Glück bringen. Und vielleicht tun sie das auch, weil sie genau zur rechten Zeit aufgetaucht sind. Wirklich? Ja. Das wusste ich nicht. Und die ganze Zeit schleppe ich sie mit mir herum, ohne zu ahnen, wie gefährlich sie sind. Was sollte ich Ihrer Meinung nach mit ihnen machen? Sie ja, vergraben oder so? Ich kann sie ihnen abnehmen. Ich mache mir keine Sorgen um Leute, die nach ihnen suchen. Sie gehören ganz Ihnen. Hoffentlich funktionieren sie bei Ihnen besser als bei mir. Dankeschön. So. Sohle reparieren. Sturmkarabiner. Hilfsmittel. Wir zischen uns erstmal, das kann weg. Ein bisschen aufbereitetes Wasser rein. Damit. Wir speichern. Jawohl! Wer hat in der Lotterie gewonnen? Ich! Ich! Wie gut diese Luft riecht! Besser als der beste Schnaps. Geht es Ihnen gut? Soll das ein Witz sein? Mir ging's nie besser. Jawohl! Welche Lotterie? Die Lotterie natürlich. Was für eine Frage. Die einzige Lotterie, die zählt. Oh mein Gott, die Luft riecht traumhaft. Pulverbandit? Was? Ich meine, klar, früher mal. Aber jetzt nicht mehr. Die Pulverbande backt kleine Brötchen. Ich bin ein Lotteriegewinner. Bis später. Was soll das denn? Hier drüben! Macht Spaß?
kann keine von denen kommen lassen. Früher oder später. Früher oder später hätte der wieder angefangen, die Menschen zu, ne, und so. Worum geht es denn diesmal? Keine Ahnung, mir gefällt's hier einfach. Was glauben Sie, Arschloch, denn? Der Preis für den zweiten Platz war, ich durfte leben. Aber meine Beine wurden mit Hämmern zertrümmert. Ich bin ein verdammter Krüppel, klar? Quatsch! Sie wollen bloß alles für sich behalten. Durch Glück. Ich hatte einfach verdammtes Glück. Vor Ihnen steht der Zweitplatzierte der Nippenlotterie. Dieses Arschloch Swernick belegte den ersten Platz und durfte gehen. Wir kamen nicht unbedingt nach Nippen, um daran teilzunehmen. Wollte mit meiner Mannschaft ein paar RNK-Trooper kidnappen, die Stadt besuchen. Hatten schon alles mit dem Drecksack von Bürgermeister abgesprochen. Wir wollten Lösegeld und ihre Waffen behalten. Ein gutes Geschäft. Aha. Wir waren gerade in Position gegangen, als wir plötzlich von diesen verdammten Legion-Freaks umzingelt waren. Sie schleppten uns und alle anderen in die Stadtmitte. Dann ließ sich das Arschloch mit dem Hund auf den Kopf darüber aus, wie böse wir doch wären. Er sagte, wir müssten für unsere Taten bestraft werden, wenngleich nicht alle von uns. Und dann bekam jeder sein verdammtes Lotterielos. Was glauben Sie denn? Er begann, die Lose zu ziehen und die Bestrafung festzulegen. Zuerst kamen die glücklichen Verlierer dran. Sie wurden geköpft. Darum wohl auch glücklich, denn das ist recht schnell vorbei. Dann kamen die Kreuzigungen. Und die dauerten und dauerten. Die Drittplatzierten wurden versklavt. Mir hat man die Beine gebrochen und der Erstplatzierte durfte gehen. Als sein Los an die Reihe kam, hat man ihn auf einem Reifenstapel lebendig verbrannt. Ja, eine Gruppe dieser Legion-Säcke hat sie sofort weggebracht. Sie wurden nach Osten gebracht, falls sie Heldenmut verspüren. Tun Sie nicht so, als würden Sie mir einen Gefallen tun. Mir ist das scheißegal. Passiert? Die Legion ist passiert. Oder wie sieht die Kacke sonst aus? Aha. Und die... Bis später. Sorry. Kriminelle haben hier nichts zu lachen bei mir. So. So geht's nicht. Standrechtlich erschossen. So ist es nochmal. Ich verspüre da kein Mitleid. Sorry, aber das ist einfach Fakt. Ja. Kriminelles Pack. Schon. Na, reicht schon. Aha. Howdy! Das ist ein Oldsville-Lotterielose. Aufbereitetes Wasser, das nehmen wir natürlich mit. Das nehmen wir auch mit. Wir sind natürlich fett überladen, das ist wie immer. Als ob das was Neues wäre.
panzerbrechende Muni. Laden jetzt überall panzerbrechende Muni rein. So. Ja, es sind 1, 2, 3, 4, 5. Keine Bange. Ich werde sie nicht ans Kreuz nageln lassen wie diese anderen Degenerierten. Es passt mir gut, dass sie vorbeischauen. Okay. Ich möchte, dass sie sehen, was mit den Bürgern Niptons geschieht. Sich an jede Einzelheit erinnern. Okay. Und dann, wenn sie weiterziehen... Dann sollen sie jedem, dem sie begegnen, von der Lektion berichten, die Caesar's Legion hier erteilte. Okay. Ganz besonders RNK-Truppen. Okay. Wo fange ich da an? Dass sie schwach sind und wir stark? Das war ja nichts Neues. Ah ja. Aber das Ausmaß ihrer moralischen Verderbtheit, ihrer Verkommenheit, Nipton ist das perfekte Schulbeispiel. Aha. Nipton war ein verruchter Ort, schlecht und verkommen. Jeder bekam, was er wollte, solange er dafür zahlte. Horden von Verderbten, Pulverbanditen, Männer der Legion wie ich. Den Leuten hier war alles gleich. Es war eine Stadt voller Huren. Für ein Almosen lockte die Stadt alle, die sie beherbergt hatte, in eine Falle. Erst als ich sie zuschnappen ließ, begriff man, dass man mit drin saß. Ja, und ich trieb sie im Zentrum der Stadt zusammen. Dort hielt ich ihnen ihre Sünden vor allem ihr illoyales Verhalten. Ich sagte ihnen, dass bei Illoyalität von Legionären manche bestraft werden und die anderen dabei zusehen. Dezimierung. Und dann erklärte ich ihnen die Lotterie. Oder wie heißt das? Dezimierung? Jeder Dezimation. Krampfte die Hand so um sein Los und hoffte auf Freiheit. Dezimation! Keiner schritt ein, als seine Liebsten zur Tötung abgeführt wurden. Ha! Unschuldig. Wohl kaum. Feige, das allerdings. Sie waren in der Überzahl. Und trotzdem versuchten sie nicht ein einziges Mal Widerstand zu leisten. Sie standen da und glotzten nur, während ihre Kameraden einer nach dem anderen abgeschlachtet, gekreuzigt und verbrannt wurden. Sie standen da und jeder hoffte nur, dass er verschont bliebe. Jeder dachte nur an sich selbst. Ja, aber... Das sind alle Verbrechen. Wenn sie das als so schlimm empfinden, greifen sie uns doch an. Dann werden sie bald gar nichts mehr empfinden. Ja, das war keine gute Idee. Wir haben Minen und Granaten, ne? Vitamin haben wir. Keine Bange. Ja. Gab es noch etwas? Wo fange ich?
Caesars Legion gemieden. Sie haben einen schlechten Eindruck bei der Gemeinschaft hinterlassen und werden daher gemieden. So, Freunde der Sonne. Vulpon Sekulta ist down. Vor allem, ich habe die alleine platt gemacht. Die Bewohner hätten die einfach niedermähen können, aber nein. Kleidung. Es ging natürlich nach hinten los, ne? Autos. Impact-Krankheit haben wir auch, ne? Klasse. Hilfsmittel. So, die hätten wir alle weggemetzelt hier. So, das kann erstmal repariert werden. Die Macheten. Die zweite Machete ist schon. Kleidung. Ah, Hilfsmittel, sonstiges. Wir ballern das mal alles in den Briefkasten, nein, was wir jetzt nicht brauchen. Ja, die Dings, das Sound aus dem Dings hier. Verdammt! Das hier ist eine Gnade, ne? Das hier ist eine Gnade. Meine, klar ist ein Verbrecher, aber müssen sie ja jetzt nicht unnötig leiden lassen.
denn bei dir los, Spider-Hund? Ich hänge fest. Nehmen wir alles mit. Die ganze Zeit. Wehrschrank. 10 mm MP, natürlich. Karawanenflinte. War alles mit. Freunde. Wow, 2 Erfahrungen für das Mist, ja. So, die Viecher sind tot. Wir haben ja gegen Viehzeug gekämpft. Hier ist nichts Schlimmes. Gehen wir mal hoch. Alter. Hier gibt es nichts weiter. Hier sind die Lose. Gut.
nehmen wir alles mit. Moin. Hier scheint es nicht weiter zu geben. Oh, hier ist ein Sitzesbrüller. Nehmen wir auch alles mit. Nehmen wir auch alles mit. Dann sitzt der Spiller. Volles Buch der Wissenschaft. Eine Laserpistole. Haben wir noch eine Energiegedönse. Hier sind die ganzen Lose, leerer Schrank. Jetzt kommen wir hier hinein, ne? Das ist... Großes Buch der Wissenschaft. Das brauchen wir noch. Wird es Sorgen geben, wenn wir oder? Okay.